Was ist das? Aha. Dieses Wasser kann von Nutzen sein. Damit können wir das eine abkühlen. Aber wir brauchen Behälter. Ist das Sophias Schuh? Ist sie in der Nähe? Mama, will you come for me? Nein, verrecke. The Dark King took me to a strange place. I don't like this game of hide and seek. Come and find me, Mama. Please. Alter, wenn die nicht aussieht, da drunter versteckt sie voll die diabolische Lache. Ich traue der keinen. My little girl sketched me. She never went to bed unless I was by her side. Bist du mal nicht so melodramatisch? Sie ist ein Monster, du weißt es ganz. Aha. Das hat alles seinen Platz. Was ist denn das? Wieso geht das nicht runter? So. Dann. Aber eine Kachel fehlt doch, oder nicht? Die ist auf jeden Fall am richtigen Platz. Oder? Nee, ist sie nicht. Okay. Jetzt ist sie am richtigen Platz. Ja gut. Das hilft auch nicht viel weiter. Ah ja, da kommt am Ende die leere Kachel hin. Sind da richtig? Die wären da richtig und da wäre die. Da kommen wir nicht weiter so. Jetzt hat sich überhaupt nichts geändert. Ja, super. Ich liebe Wimmelbildspiele, die ich nicht. Minispiele, wo ich versage. Also auch gleich mal drei hintereinander von denen machen. Versage ja gerne. Der wäre da sowieso falsch. Der kommt da hin. Der ist da auch falsch. Thank you.
Ach, weil das ist mir zu blöd. Sorry. Ich bin zu dämlich für sowas. Ja, hier, guck, da habe ich ganz alleine geschafft. Ja, sorry. Aber, ja. Wow. Ja, also für den Humpen, ne, da hätte ich doch 3 Stunden weitermachen können. Nur. Das nimmt mal Spaß. Hier ist irgendwas, ja. Schade. Von der anderen Seite abgeschlossen. Egal. Was ist das? Aha, eine Säcke. Dann viel Spaß. Hätten wir nicht die Wurzel nehmen können als Sprosse? Entschuldigung. Ja gut, kippen wir erstmal das Wasser in die Glut. Den einen Becher Wasser in die riesen Glutpfanne hier. Ich sollte eine nehmen. Eine Kohle, okay. Entschuldigung. Ja, das sieht doch aus wie so. Das könnte. Oh. Hm. So. Ist nicht richtig. Warum nicht? Guck mal, das sieht doch toll aus. Wo soll ich denn wissen, wie das aussehen soll? Ich habe das noch nie gesehen. Was ist das? Ah, okay. Grünes Auge. Ja, wirf da mal einen Blick drauf. Und er kotzt einen Beschwörungsstein aus. Das ist doch praktisch. Immer gewünscht. Los, gib mir einen Beschwörungsstein. Okay, jetzt beschwören wir. Dann können wir unsere Tochter ist ja eine Dämonin, dann können wir die beschwören und nach Hause gehen. Ja. Nicht das Brot nicht verbrauchen. Ja, hier. Eine Flagge. Und das Ding da ab. Stoff. Bergen. Stoff. Leiter. Okay. Wo hat sie gesagt, das ist zu hoch? Da muss die Leiter hin. Der Eingang ist zu hoch hier. Hallo? Zu hoch. Deshalb haben wir doch jetzt die Leiter geholt. Aber nicht. Okay. Dann nicht. Dann halt nicht.
Wie wäre es mit einem Sperrhaken? Wie wäre es mit einer Schaufel? Wie wäre es mit einer Leiter? Dadurch. Wie wäre es mit Kohle? Was? Achso, das ist das. Zwei quadratische Vertiefungen. Hier beschreiben. Wimbert. Hab ich doch gesehen. Schwein. Jetzt. Du kannst dich verstecken vor uns, aber niemand kann das. Wir sind die schlimmsten Stalker der Welt, was? Wieso können wir die Dämonenmaske da nicht mitnehmen? So, das ist das da, okay. Und sonst kann man hier scheinbar noch zur Tür. Aber das war's. Wozu brauchen wir denn, wozu haben wir das jetzt mit der Leiter gemacht? Der Eingang ist zu hoch. Es ist verschlossen. Schwimmbad. Dieses Objekt gehört woanders hin. In deinen Arsch. Jetzt geht's! Ich hab da tausendmal drauf geklickt, Mann! Das war das Erste, was ich gedacht habe, was man mit der Leiter macht. Was? Oh, das klingt wie Carina, wenn sie Styropor ist. Krähen sind, das stimmt. Intelligente Vögel beobachtet sie mich. Das kann sein. Ja, das Schloss. Ja, was können voll das Schloss erreichen? Yeah. Kann ich vom Poolbereich da rein? Okay, das wäre das eine. Ja, aber hier ist bestimmt noch irgendwas. Hier war noch dran. Gold? Diese Mauer zu sprengen. Sackschnur. Will sie jetzt ewig das Ding in der Hand halten, oder was? Ja, gut, dann viel Spaß. Wenn ich jetzt wieder reingehe, hält sie es immer noch in der Hand. Okay, wenn du sonst nichts zu tun hast, ne? In Sicherheit. Was ist das? Ja, sie lebt in ihrer eigenen Fantasiewelten. Wo sie denkt, wir würden sie irgendwie mögen. Hm, das hat nicht funktioniert. Tafel? Behälter, okay. Haben wir gerade nicht. Das führt nur, genau, nochmal dahin. Das wollten wir ja nicht. Und, was? Eine verwitterte Kokosnuss. Natürlich können wir sie erreichen. Mit einer Schaufel. Ich schaffe das schon irgendwie. Mit einer... okay. Getrocknete Kokosnuss. Muscheln? Was? Das ist doch keine Muschel. Das ist zu spitz. Das hier wird nicht funktionieren, okay. Ja. Du kommst uns nicht, mein Freund. Wir werden niemals alle davon kriegen, aber... Ich kann ja noch hoffen.
So. Und, bebart. Und. Sesam, öffne dich. Oh ja, ein klassisches Wimmelbild. Laterne. Ölkanne, Schuh, gebrochenes Herz. Ja, das sieht aus wie ein Herz. Ölkanne, ist das? Ja, Schuh. Samen, Behälter, Schwert, Stoßzahn. Behälter? Ist das ein Eimer? Nein, das ist ein Behälter? Nein. Was ist denn ein Behälter? Behälter? Nee, Tintenflasche, okay. Schwert. Ostern. Ich übrigens eklig, dass Leute Tiere töten, um an ihre Stoßzähne zu kommen. Schlüssel. Armband, Pfeilspitze. Türknopf. Auge, Nagel, Auge, Nagel. Kerze, Türknopf, Armband, Pfeilspitze. Türknopf. Knauf. Kerze da. Gebrochenes Herz, Samenbehälter, Armband. Gebrochenes Herz, Samenbehälter, Armband. Hast du ein Behälter? Nee. Ja, kein Armband. Und was für ein Samen? Armband. Gebrochenes Herz, ein Samen und Behälter. Was für ein Samen? Wie groß, wie klein? Hier, da, Samen. Habe ich gar nicht gesehen. Hier, noch einer. Aber Behälter? Das ist doch kein Behälter. Das ist ein Mörser und Stößel. Gebrochenes Herz, Samen. Gebrochenes Herz? Bist du ein Samen? Ja. Mehrere. Toll. Und Nägel ist das, was wir. Ja, super. Vielleicht kommt dir ein Nagel da rein. Das kann ich hier nicht gebrauchen. Ja, das ist schön. Oh, eine Zeitung. Today I made a new friend, Anantha, the Snake Prince. My dad, Devadeva, the king of the Eagles Clan, thinks the Snake Clan are cowards. I believe he's wrong. The Eagle Clan and Snake Clan always quarreled, but both clans studied in the same school of magic. There were a lot of forbidden chambers. Anantha never showed a sign of fear. My dad was wrong about the Snake Clan. Our guru, Shukra, taught us that both clans must never quarrel. I wish my dad will understand this one day. Anantha was gifted a bracelet from his mom, which protects him from evil. His mom, a widow, was from our clan, who fell in love with the Snake King and was banished. Oh, I wish Anantha would be by my side forever. I wonder if they were able to be together